Immer mehr zahlt Melanie Schubert für ihren Wocheneinkauf beim Discounter. Die Preise sind in den letzten Monaten so stark gestiegen wie seit Jahrzehnten nicht. Das soll sich mit der heutigen Zinserhöhung ändern. Höchste Zeit, findet Melanie Schubert. Das kann es halt einfach nicht sein, dass unsere Gehälter für die Arbeit einfach die ganze Zeit da sind, wo sie vor 10 Jahren schon waren. Aber die Lebensmittelpreise oder auch Benzinpreise, Mietpreise ins Unermessliche steigen. Wenn die Europäische Zentralbank heute wie geplant die Zinsen anhebt, könnte es sich wieder lohnen, Geld auf der Bank anzulegen, anstatt es auszugeben. Weniger Konsum zieht sinkende Preise nach sich, soweit die Theorie. Auf dem Immobilienmarkt scheint diese Rechnung aufzugehen. Die Bauzinsen sind bereits gestiegen. Die Nachfrage nach Immobilien sinkt. Die Preise steigen längst nicht mehr so rasant wie zuvor. Auf der anderen Seite droht die Zinserhöhung die Konjunktur abzuwürgen. Unternehmen müssen für Kredite mehr Geld bezahlen. Das kann die Produktion verteuern. An den Börsen sinken die Kurse auch daher schon seit Monaten. Und auch auf die Folgen des russischen Kriegs in der Ukraine hat die Zinserhöhung geringe Auswirkungen. Energie und Weizen sind knapp. Das bedeutet steigende Preise. Auf all das hat Melanie Schubert keinen Einfluss. Seit Monaten kauft sie nur noch Secondhand-Kleidung. Weil ich selber für mich keinen Pullover für 25 oder 30 Euro brauche. Oder wenn mein Kind in den Kindergarten oder in die Schule geht, keine 15 oder 20 Euro Jeans braucht. Wirtschaftliche Unsicherheit ist derzeit angesagt in Deutschland. Und daran dürfte auch die Zinserhöhung so schnell nichts ändern.